und herzlich willkommen auf dem 5V-Kanal. Wir freuen uns sehr, euch zu dieser dritten Entdeckung begrüßen zu dürfen. Wie immer eine Bitte an euch. Bleibt bitte bis zum Ende des Videos, um unsere Facebook, Instagram und Website-Links zu erhalten. Jean-Marie erklärt uns, dass der Ort, wo wir heute hingehen, sich gegenüber von Châteauneuf-du-Pape im Land von Gigondas befindet. Nun nimmt uns Jean-Michel zum Weingut Les Goubert mit, wo wir von Florence empfangen werden. Hier ist Wein eine Familienangelegenheit. Vor Jahren hat Jean-Pierre Cartier das Weingut mit seiner Frau gegründet und nun übernimmt Florence nach und nach den Betrieb. Bonjour et soyez les bienvenus au domaine Les Goubert. Das Dorf Gigondas überragt das Tal, das sich von Queyranne bis Vaqueras erstreckt. Vom oberen Teil des Dorfes zeigt uns Florence den wunderschönen Blick über ein Meer von Weinreben. Sie nimmt uns jetzt zu einer Grenache-Parzelle mit, die ihr ganz besonders am Herzen liegt. Hier spricht das Terroir, erzählt sie uns. Die Erde ist krümelig, mit Sand und Steinchen und gerade das macht diesen Wein gleichzeitig knackig und luftig mit kräftigen Fruchtaromen. Jedes Terroir lässt seine Besonderheiten für sich sprechen. Bevor wir Florence im Vinifizierungskeller wieder treffen, machen wir eine kleine Tour mit Jean-Michel durch die Dentelle de Montmirail, die berühmten Felsen der Nordprovence. Die Dentelle de Montmirail gehören zur hiesigen Landschaft. Im Vinifizierungskeller finden wir Florence wieder, die uns erklärt, dass sie die Betontanks besonders schätzt, weil sie den Wärmeaustausch zwischen dem Wein und der Außenwelt ermöglichen. Beim Weißwein ist es etwas anders, da er einige Zeit in Holzfässern lagert und dadurch eine gewisse Cremigkeit erhält. Florence stellt uns die Cuvée de V aus 100% Viognier-Trauben vor. Blumig in der Nase, mit einem Duft nach Aprikosen und weißen Blüten und einem lang anhaltenden Abgang. Im Mund entfalten sich das volle Aroma und die schöne frische Struktur. Im Weingut Les Goubert wird uns eine Reise durch verschiedene Appellationen geboten. Sablé, Baume de Venise, Côte du Rhône und natürlich Gigondas. Die Rebparzellen befinden sich auf dem Gebiet von mehreren Herkunftsbezeichnungen. So bewegen wir uns von Terroir zu Terroir. Dank Florence und dem unverzichtbaren Know-how ihrer Eltern bekommen wir hier ein erstklassiges Weinsortiment. Vom knackig frischen Sablé Blanc über den Baume de Venise mit aromatischen Noten von roten Früchten bis hin zur geschmeidigen Kraft des Gigondas. Thank you.
voulez venir au domaine, ce sera avec grand plaisir. Vous serez accueillis soit par Maman Mireille, par Papa Jean-Pierre ou par moi. À bientôt! Florence lädt euch ein, das Weingut zu besichtigen. Das war's für heute. Eine neue Ausstrahlung, ein anderes Weingut. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf Gefällt mir und abonniert unseren Kanal, damit unser Programm weitergehen kann. Auf unserer Website findet ihr alle Informationen über Gigondas und über dieses Weingut. Stellt uns gern eure Fragen auf unserer Facebook-Seite und vor allem empfehlt uns weiter, damit unsere Community immer größer wird und wir euch weitere Entdeckungen zeigen können. Bald werden wir euch ein anderes Dorf, einen anderen Weinberg, einen anderen Winzer und weitere Weine vorstellen.